Helene, ich habe noch nichts getan. Das war doch alles nur ein Spaß. Das ist doch nur Gore-Grade. Das sollte man nicht ernst nehmen. Das sehen nicht einmal viele Leute. Moment, du auch nicht. Als Musik. Ah, da habe ich mir was eingebockt, oder? Ich denke, deine Rache wird fürchterlich sein. Ich mache das da gerade runter. Ja. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst jetzt. Ich musste mich ja in meinem letzten Video unbedingt verplappern, was ich nicht mag. Okay, aber ich wollte, dass ja so die zweite Runde ein bisschen hässlicher zwischen uns beiden wird. Und ich denke, als nächstes kommt da vielleicht wieder so ein kleines Friedensangebötchen. Schauen wir mal. Ja. Der gute Slane hat mich ganz schnell zurückgebettelt, nachdem er sich die kulinarischen Ergüsse von Vaginal Penetration of an Amelus with a Master Carrot ergeben musste oder übergeben musste. Kurz zu seinen Fragen zu der Band, ich beantworte das nämlich ganz schnell. Wo spiele ich? Ich spiele bei Snuff Princess und wir spielen ebenso romantischen Gourmet-Gore-Grind. Bezüglich dem Drums, ja. Sie klingen wirklich so, das ist ein Drumcomputer, der absichtlich so blechern klingt quasi. Und die drei kleinen Schweinchen quasi habe ich extra deswegen drüber gelegt, weil ja, es ist ironisch. Gorgrand nimmt sich nicht ernst, die Band selber nimmt sich nicht ernst. Sie machen zwar den bösen Humblemann, aber im Grunde nehmen sie sich selber überhaupt nicht ernst. Da ist keine Ernsthaftigkeit, da ist keine Message dahinter, da ist einfach nur, also bei Bedarf, hör dir einmal ein paar Lieder von Cock and Ball Torture an. Das sind Videos auf YouTube oben, wo über Hochzeitstanzvideos drüber, die Musik drüber gelegt wird. Und es macht einfach Laune, das anzusehen, finde ich. Aber genug geschwafelt, der Slane hat mich zurückgebettelt und ich habe Angst. Ich habe ganz ehrlich Angst. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich habe ein bisschen Stuhl in der Unterhose. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt mehr wird. Hören wir uns das Ganze einmal an. In 3, 2, 1 und go! Hallo. Hallo. Hallo, Neotoxic. Hallo. Nach deinem denkwürdigen Battle mir gegenüber mit dieser hochmusikalisch-melodischen Band habe ich mir gedacht, da habe ich doch was Schönes für ihn, mit dem ich ihn zurückbatteln kann. Was ich an dieser Stelle tue. Ja, was habe ich denn da Schönes für dich? Du hattest mal in irgendeinem Video gesagt, es gibt da so eine Musikrichtung, mit der hast du nicht so wirklich so auch gesanglich dein das ist nicht so wirklich so, ja, es geht um Metalcore. War das Metalcore? Ich glaube, das war Metalcore, oder? Ne? Nein! Gut. Ja. Nein! Gut, da habe ich was Schönes für dich. No. Aber keine Sorge, es ist kein Metalcore. Aber es ist eine, wie ich finde, hochinteressante musikalische Mischung. Es handelt sich um die Band Blessed by a Broken Heart. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier ein bisschen sehen kann. Okay, der Name hört sich schon mal scheiße an, aber das kann ich geil. Diese Band lief auf Rebuy. Ich war am Stöbern, ich mach das immer so, gebe da so random Worte ein und dann gehe ich einfach mal drauf, was so für CDs mit dem Wort drin im Titel oder im Bandnamen auftauchen. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich Metal eingegeben. Oder Pedal to the Metal. Das Album heißt ja Pedal to the Metal. Also, ne, Vollgas, wenn man so will. Oh, und dann kam das Ding, oh Mensch, das sieht ja interessant aus. Irgendwie so ein fliegendes Auto, das Laserstrahlen schießt. Und auch der Schriftzug fand ich eigentlich ganz gut, aber naja, das gute Band, also Blessed by a Broken Heart. Kurz ge-YouTubed, wusste ich dann noch mehr über diese Band und dachte mir, what the fuck ist das für eine Mischung, ey? Ja, und hab das dann einfach mal, naja, mir dann irgendwann mal bestellt, ne? Und, wie gesagt, bei Rebuy war die CD nicht vorrätig, ich habe sie nur gefunden. Und da habe ich sie auf den Merkzettel gesetzt und jetzt war sie halt eben irgendwann mal da und auch sehr günstig, ich glaube 1 Euro noch was, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Ist auch scheißegal, was es gekostet hat. Auf jeden Fall, was ist denn Blessed by a Broken Heart? Angefangen hat die Band, also die ist gegründet in Kanada, das sind Kanadier, und Ganze wurde gegründet 2003 und ihr Debütalbum bewegt sich auch ganz klar im Metalcore-Bereich. Also die Band ist gegründet worden als Metalcore-Band.
Und nun fügte sich etwas Glückliches, denn zum einen durch das 2005, glaube ich, war es, dazukommen des Gitarristen, also eines weiteren Gitarristen in die Band, der andere Einflüsse mit reinbrachte. Mhm. Und außerdem durch nach einer Tour gab es einen Sängerwechsel, mhm. der dann auch noch, naja, mehr halt, sagen wir, singt, ja, hat sich der Stil der Band ein wenig zumindest gewechselt. Und das ist ein ziemlich schräger Scheiß, denn Blessed by a Broken Heart machen eine Mischung aus Hair Metal, oh ne, modernerem Hair Metal, oh ne, irgendwie von den Riffs ist es aber auch schon ein bisschen in den Heavy Metal Bereich und eben Metalcore Elemente. Was? Ich habe ein bisschen was? Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen, weil es gibt auch viele Songs auf diesem Album, wo gar keine Metalcore Elemente drin sind, die finde ich einfach nur geil. Aber wenn es dann auftaucht, das ist schon irgendwie so ein befremdliches Stilelement. Mittlerweile stört es mich aber nicht mehr. Und ich finde es eigentlich sogar ganz interessant, weil es ist mal irgendwie was Neues, was es so noch nicht gab. Es gibt drei Alben von dieser Band bisher. Das letzte kam, glaube ich, 2011 auf den Markt. Und ich glaube, da sind auch die Core-Elemente, ich glaube, schon nahezu komplett verschwunden. Die habe ich aber nicht, die Scheibe. Ich hatte die auf meinem Merkzettel. Ne? Aber, und da sind die Songs dann auch wirklich noch eingängiger und noch ohrwurmtauglicher. Also jetzt, bin ich ja mal gespannt, wie dir diese Band gefallen wird. Welchen Song nehme ich denn überhaupt? Ich glaube, hier ist She-Wolf drauf. Den nehme ich dann. She-Wolf? Ich, anderen. Ich muss gleich erstmal gucken, was es für Videos gibt. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen gleich vorbereitet. Ich drehe das nicht recht spontan. Aber ich denke mal, du hörst dir dann am besten den Song She-Wolf an. Das trifft eigentlich ziemlich gut den Stil dieser Band, dieser Song. Und ich bin sehr gespannt, was du denn dazu sagst. Ich persönlich finde es sehr interessant und ich mag die Band sogar, obwohl ich mir das Debüt wahrscheinlich niemals kaufen werde, weil Metalcore, da kannst du mich ganz genauso jagen wie wahrscheinlich dich selbst auch. Ne? Mhm, danke. Und ich bin auch tatsächlich einer von den Ignoranten, die auch sagen, Metalcore hat für mich persönlich mit dem richtigen Metal nichts oder kaum noch was zu tun. Dankeschön. Aber das ist wieder Geschmackssache, das ist jeder ja anders. Und das ist nee, also dann wünsche ich dir viel Spaß bei Blessed with a Broken Heart, Blessed by a Broken Heart, aus dem Album Pedal to the Metal mit dem Song She-Wolf. Okay. Blessed by a Broken Heart. Das hört sich schon für mich an, als würde jemand die Sülze in eine romantische Komödie reinstecken und richtig bis zum Anschlag durchpenetrieren. Wisst ihr, was ich meine? Nein, es hört sich einfach für mich scheiße an, der Bandname. Aber okay, das ist ja einmal nebensächlich. Eher interessant finde ich den Titel She-Wolf. Also She-Wolf, also der weibliche Wolf quasi. Wenn ja, dann hat eine andere Band, The Vision Bleak, die so Horror-Gothic-Metal machen, einen ähnlichen Titel und den fand ich richtig, richtig geil. Und ja, erstens einmal Dankeschön, lieber Slade, dass du mir keine Metalcore-Band gegeben hast, beziehungsweise nur so eine quasi Metalcore-Band. Ja, Blessed by a Broken Heart. Das Cover schaut auf jeden Fall saugeil aus. Also dafür gibt es schon auf jeden Fall mal einen Punkt auf der Skala. Also das Album hat jetzt, ohne dass ich es schon einmal gehört habe, schon einen von 10 Punkten. Schauen wir mal, ob es darüber hinausgeht. Ich werde mir jetzt das gute Stück anhören, werde mir ein bisschen etwas zu den Bandmitgliedern und dem Song und vielleicht auch der Band selber raussuchen und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, Slane, ich höre auf, so lieb zu dir zu sein. Oh. Alter Schwede. Ganz ehrlich, wo hat die Band ihre Eier gelassen? Das ist... Alter, ich glaube, die einzigen, die doch feucht werden, sind entweder Hausfrauen, die es nicht besser wissen, oder... Teenies,
die schon lange keinen guten Sex mehr hatten. Oder umgekehrt. Oh. Alter Schwede. Blessed by a broken heart. Ich werde jetzt einmal noch ganz kurz das Licht ein bisschen dimmen. Blessed by a broken heart. Da rennt mir der Schmalz schon fast aus der Ritzen raus. Mit ihrem Song She-Wolf. Diese Mischkulanz aus Hair Metal, teilweise meiner Meinung nach eigentlich richtig coolen 90er Synthie Keyboards, Metalcore und dem Versuch irgendwie nach Steel Panther zu klingen. Boah, ey. Nee. Sorry, also ich bin ja offen für Experimentalsachen. Also ich mag ja unterschiedliche Sachen. Ich finde sogar ein Lied einer Metalcore-Band richtig lustig. Attack Attack Stick Stickly mit zum Schluss einem richtig schnulzigen Techno-Riff, was auf einmal out of nowhere kommt. Ja, sowas etwas finde ich witzig, aber das ist einfach. Meiner Meinung nach ist es irgendwie so, als ob die Band versucht, einfach so viel wie möglich von ihrer Grütze in einen großen Topf zu schmeißen und das den Zuschauer so viel wie möglich wie ein Trichter einzuflößen. Da gibt es keine Übergänge, da gibt es keine Aufbaupassagen irgendwo hin. Da gibt es nur einen Sänger, also ich glaube es sind zwei, ich kann das jetzt einmal schnell mal nachschauen. Um Gottes Willen, was ist denn da los? Ah, aktuelle Besetzung, hier sind wir zu Hause. Ah, es ist nur ein Sänger, wobei das Album Pedal to the Metal erschien 2008 und der aktuelle Sänger ist erst seit 2012 dabei. Und bis 2008 war Robbie Hart drin. Also anscheinend ist das alles nur einer. Und er kann meiner Meinung nach weder growlen noch clean singen. Ja, ihr hört richtig. Ich werde auch genau sagen, warum. Wenn man schon growls macht, beziehungsweise dieses Schauten, was ja gerne im Metalcore üblich ist, denn die, ganz ehrlich, Der Gesang ist reiner Metalcore. Es ist alles drin, was Metalcore mag. Es ist ein. Und dieses. Ich habe so eine zarte Stimme, ich habe meine Eier irgendwo verloren, habe jetzt Eierstücke einpflanzen lassen. No offense, aber so hört sich das meiner Meinung nach an. Das hat keinen Drive, das hat keine Eier, das ist einfach nur. Ja. Ich glaube, du hast das schon ganz bewusst gewählt, weil du gewusst hast, ich hasse solche Sachen. Ich habe mir ein bisschen etwas dazu aufgeschrieben. Wie du es gesagt hast, gegründet wurde die Band 2003, ist zurzeit bei Century Media Records unter Vertrag und sie waren 2006 zum ersten Mal in Europa unterwegs und da leuchten auch schon Bands auf, die ich ja so gerne habe. Sie sind gemeinsam mit Enter Shikari aufgetreten. Sie hatten eine US-Tour mit The Devil Wears Prada, wo ich genau die Zombie-EP gut finde. A Day to Remember. Und auf der zweiten Tour war sie mit dabei bei Bring Me the Horizon. Oder, wie ich sie auch gerne nenne, Bring Me the Hurensohn. Oh. Also, gibt es etwas Gutes über in diesem Song? Ja, gibt es. Ich fand zum Beispiel die Stelle von Sekunde 20 bis Sekunde 30, wo nur das Keyboard ist, dieses. Das hat mich so an, weiß ich nicht, an ein altes Super Nintendo Spiel erinnert, an ein altes Super Nintendo Space Rennspiel oder an Mega Man oder irgendwie sowas. Irgendetwas in der Richtung, wo man einfach nur so, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und warum ist das nur so cool? Generell, ich fand die Keyboards darin, was ich rausgehört habe, das war
schön, das hätte nostalgisch werden können. Und es wurde nichts. Also, der Part von 20 Sekunden bis 30 Sekunden, den fand ich gut. Ich fand generell die Keyboards ganz okay. Aber die Growls sind sowas von unter aller Sau. Ich meine, ich verstehe, wenn man Growls oder Shouts vielleicht verstehen will. Aber nein. Nein. Es gehört schon etwas dazu, finde ich, glaubhaft Growls rüberzubringen, die man versteht. Es muss die richtige Tonlage unter Anführungszeichen dabei sein, meiner Meinung nach. Oder es muss ein Text sein, den man gut mitsingen kann. Also. Siehst du, Sven, du hast mich schon angesteckt. Eine Band, die vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Referenz nehmen kann fürs Shouten. Nein, eigentlich nicht, eigentlich fürs Growlen und fürs Keifen. Ist wiederum Belphegor mit ihrem Titel Sex Diktator Lucifer, wo man das Gekeife und alles versteht. Und auch die Growls richtig gut versteht. Generell die ganzen eher neuen Belphegor-Sachen, da versteht man alles richtig gut. Und auch bei Behemoth, Blow Your Trumpets, ja, versteht man so ziemlich alles von den Growls. Also. Da ist es richtig gemacht, meiner Meinung nach. Mit Shouts, also mit Shoutings, das, was im Metalcore-Gesangbereich so gang und gäbe ist, das ist für mich nichts. Das ist für mich genauso viel wie für die Slenders Squealen oder das Grunzen beim Gore-Grind. Also, es gibt mir nichts. Ich weiß nicht, was daran so schwer sein soll. Ich weiß nicht, was er damit ausdrücken will. Will er es rausschreien oder will er es tief in sich hineinfressen oder will er einfach nur zeigen, dass er keine Eier hat? Ich weiß es nicht. Die ganze Nummer ist für mich. Hinzu kommt die klinische Stimme, die sich für mich nach einer Atomgeburt aus Steel Panther und Bullet for my Valentine anhört. Ja, lieber Slane. Du hast es geschafft. Du hast mir etwas gezeigt, was ich einfach nicht gut finde. Ja, sind wir quitt, oder? Sind wir quitt? Gut, dann können wir ja das Ganze von neuem anfangen. Freue dich auf mein nächstes Battle. Und ich verspreche dir, es wird melodisch. Ah ja, ich muss ja noch eine Punktevergabe machen. Wie gesagt, das Cover gibt einen Punkt, die Keyboards geben auch einen Punkt. Ja, und das war's. 2 von 10 Punkten. Sorry. Das war für mich eine Qual. Das war für mich so ein richtig schöner Shotgun-Facelift. Ja, haben wir uns gut gebettelt, Slane. Schauen wir mal. Ich habe da schon ein paar Ideen, was ich dir als nächstes schicken kann. Und sei unbesorgt, es könnte sogar passieren, dass es etwas aus dem Power-Metal-Bereich ist. In diesem Sinne, bis die Tage.